Die teilweise Entrückung lehrt, dass es bei der Entrückung einige Gläubige geben wird, die hinweggenommen werden, und einige echte Gläubige, die zurückgelassen werden. Der Grund für die Aufnahme ist, dass Pastor Food in einer Kirche aufgewachsen ist, wo dies gelehrt und geglaubt worden ist. Also, das nennt man die teilweise Entrückung. Diese lehrt, dass es bei der Entrückung einige Gläubige geben wird, die eben hinweggenommen werden, und wiederum einige echte Gläubige, die zurückgelassen werden. Dazu Matthäus 25, Verse 1 bis 13, wo wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen lesen können. Darin geht es darum, bereit zu sein. Wir wollen gleich zu Anfang feststellen: Viele glauben nicht, dass dieses Gleichnis überhaupt von der Entrückung spricht, weshalb das Gleichnis aufgrund der Art, wie es beginnt, nämlich zu jener Zeit, wird das Königreich der Himmel sein wie. Es gibt ja keine Kapitelumbrüche im Original, also zuvor sprach Jesus über das zweite Kommen und warnte die Menschen, sie sollen doch bereit sein. Steht im 29. Vers von Kapitel 24 bei Matthäus. Unmittelbar nach der Not jener Tage. Nun, das dürften die 3,5 Jahre der Not sein, die mit dem Gräuel der Verwüstung beginnen, wo der Antichrist in das Allerheiligste im wiederaufgebauten Tempel schlendert, sich für Gott ausgibt und dort angebetet werden möchte. Und an diesem Punkt bricht in Israel buchstäblich die Hölle los. Jesus sagt den Juden, dass sie getäuscht wurden und fliehen müssten. Wir sagen nun, dass der Zusammenhang erfordert, dass in diesem Gleichnis um die Herr Jesu zur Erde beim zweiten Kommen geht. Nun, das ist ein sehr starkes Argument, aber es gibt viele gute Lehrer, die glauben, dass es um die Entrückung geht. Sehen wir uns also das an. Einige Gläubige werden mitgenommen und andere zurückgelassen. Wollen wir also jetzt detektivisch nach Hinweisen suchen. Beginnen wir also mit den 10 Brautjungfern. Matthäus 25, 1 bis 2. Zu jener Zeit wird das Himmelreich wie 10 Jungfrauen sein, welche ihre Lampen nahmen und hinausgingen, um den Bräutigam zu treffen oder ihm zu begegnen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren weise. Nochmal Matthäus 25, 1 bis 2. Da ist also von 10 Jungfrauen die Rede, die darauf warteten, dass der Bräutigam seine Braut abholen werde. Das ist der Unterschied zwischen den törichten und den weisen Jungfrauen. Verse 3 und 4 sagen dazu etwas aus. Die törichten nahmen ihre Lampen, aber kein Öl mit. Die klugen nahmen jedoch Öl in ihren Krügen mit. Hier finden wir einige notwendige Hinweise darauf, was geschieht. Was symbolisiert Öl? Das ist in der ganzen Heiligen Schrift der Heilige Geist. Wenn also der Bräutigam kommt, so sind die Weisen wach. Sie haben ihre Lampen und Öl, aber die Törichten haben kein Öl. Die geistlichen Gläubigen gehen in die Entrückung, aber die fleischlichen Gläubigen werden zurückgelassen. Nun, was ist der Unterschied? Nicht der, dass 5 Gläubige da sind, das Öl haben, und die 5 ohne Öl sind Ungläubige. Jeder wahre Gläubige, so heißt es im Römerbrief, hat einen Geist. Er aber jedoch gehört nicht zum Bereich des Fleisches, sondern zu dem Bereich des Geistes, wenn der Geist Gottes tatsächlich in euch wohnt. Römer 8, 9. So jemand jedoch nicht den Geist Christi hat, so gehört er nicht zu ihm. Römer 8, 9. Das kann uns also den ersten Hinweis geben auf die 5 törichten Jungfrauen. Diese werden aus dem Reich Gottes leider ausgeschlossen. Sie sind Ungläubige. Sie interessieren sich möglicherweise für religiöse Zeremonien und hängen auch irgendwie mit echten Gläubigen zusammen. Ich meine, sie können das auch irgendwie ausüben. Wenn man in die Kirche geht, fühlt man sich dadurch gut. Außerdem muss man ja kein echter Christ sein, um ein System zu mögen, das Moral lehrt in einer verrückten Welt. Oder man tut es einfach für die Kinder, denken einfach, es ist eine gute Idee für ihre Kinder. Sie sind bei den Gläubigen, sind aber selbst keine echten Gläubigen. Denn sie haben den letzten Schritt in das Königreich noch nicht getan. Es sind die religiösen Verlorenen. So könnte man sie nennen. Doch das Ganze entwickelt sich jetzt in den Versen 5 bis 10. Der Bräutigam blieb eine lange Zeit aus, und so wurden sie alle schläfrig und schliefen schließlich ein. Um Mitternacht ertönt der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Nun sagen die Törichten zu den Weisen, gebt uns etwas von eurem Öl. Doch diese antworten, nein, das geht nicht, es sei vielleicht nicht genug für uns alle dann da. Geht nur zu den Händlern, die Öl verkaufen, und kauft welches bei ihnen. Das besagt nichts anderes, du kannst eben nicht durch den Glauben eines anderen gerettet werden. Vielmehr benötigst du deinen eigenen Glauben. Waren sie so lange auf dem Weg, um das Öl zu kaufen, der Bräutigam kommt. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen
mit ihnen hinein zum Hochzeitsbankett, doch die Tür wurde dann zugeschlossen. Noch einmal, also die Tür ist jetzt zugeschlossen. In den Versen 11 und 12, wer waren nun diese törichten Jungfrauen, es ist glasklar. Herr, sagten sie, öffnet die Tür für uns. Aber er erwiderte, ich sage euch wahrlich, ich kenne euch nicht. Erinnert uns das an etwas anderes? Matthäus 7, die Verse 22 und 23. Da heißt es, viele werden mir an diesem Tage sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und Wunder vollbracht? So werde ich ihnen klar sagen, ich habe euch nie gekannt. Hinweg von mir, ihr Übeltäter. Nun, davon wird es eine Menge geben, an dem Tage, an dem sie denken, sie seien auf dem Weg in den Himmel. Dies ist nicht der Fall. Egal nun, ob man denkt, egal ob sie denken, dass sie das Zweite kommen oder ob es sich um die Entrückung handelt, das lehrt nicht, dass wahre Gläubige zurückgelassen werden. Alle Gläubigen hier in diesem Gleichnis gehen zu denjenigen, die es eben sind. Die anderen mögen zwar religiös sein, aber sie sind nicht erlöst. In einer Gemeinde können sich Gläubige und Ungläubige vermischen. Oft lassen sie sich gar nicht unterscheiden, denn sie sehen sich ähnlich. Aber Jesus warnt, seid auf der Hut, seid bereit, dies ist kein Spiel. Es kommt eine Zeit, in der es keine Zeit mehr gibt, mit Gott ins Reine zu kommen. Sei so sicher, dass du den Herrn kennst. Religion reicht nicht aus, um sie zu retten. Ihre eigene Güte oder Moral wird immer hinter dem zurückbleiben, was Gott verlangt. Diejenigen, die auf das vertrauen, was Jesus Christus für sie getan hat und nicht auf das, was sie ihn tun, werden im Himmel sein. Egal, ob sie dieses Gleichnis als Hinweis auf die Entrückung oder die Entrückung als Gericht betrachten, beim zweiten Kommen ist die Warnung dasselbe. Sei bereit, also lehrt dieses teilweise Entrückung nicht. Jesus kennt alle wahren Gläubigen. Sei also dessen gewiss, dass du zu den richtigen fünf gehörst. Alles klar, Gott segne euch. Danke fürs Zuhören.